So, herzlich willkommen zurück zu Blood Omen Legacy of Kain. Weiter geht es, wir erforschen jetzt noch die letzten paar Häuser hier in Willendorf, auch wenn es irgendwie, glaube ich, nicht mehr viel bringt, aber hey. Falls ich jetzt hier einen Speicherpunkt finde oder direkt in einem der nächsten Räume, dann werde ich es vielleicht einfach noch an die letzte Folge mit ranschneiden. Aber ansonsten ist die nächste Folge, das war falsch. So. Okay, auch auf jeden Fall ein bisschen interessanten Kram hier. Ich vergesse immer, dass ich ja auch so Blut saugen kann. Da muss ich hier mal die Schwerter wechseln. Kann ich viel angenehmer. Geht vor allen Dingen auch recht schnell mit dem Kollegen. Oh, zwei Herzen, ich liebe es. Oh mein Gott, ich will Liebe machen mit dem, mit dem Spiel gerade. Könnte ich, hat ein Loch in der Mitte. So, ja, theoretisch kann ich auch hier Wolf bleiben, da kann ich irgendwie viel besser mit entkommen. Aber mache ich nicht. Okay, jetzt muss ich kurz den Überblick verschaffen. Genau, da war ja die, nein, da war die Bibliothek und da war ich drin. Das heißt, in den beiden da unten war ich noch nicht. Das heißt, wir gehen hier auch nochmal rein. Hier haben wir eh nur so ein kleines Pimmelhaus. Wahrscheinlich nur, ja, irgendwie Kisten. Man wird hier halt so mit Items zugeschissen, vor allem mit diesen Peitschen, das ist echt der Wahnsinn. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann einfach ein Limit gibt, was ich vielleicht schon längst erreicht habe. Weil ich habe 26, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Hier. Chris. Werde ich es auch mal los, ne? So, was haben wir hier Schönes? Willendorf Armory. Gib mir mal Rüstung oder so. Irgendwas Cooles. Also was ist hier wohl eher... Sowas wird hier wohl eher nicht, verkauft. Ist ja gar nichts. Weniger als nichts. Was ist das denn? Na gut. Es gibt einfach komplett sinnlose Häuser, ne? Das ist wirklich schön krass. Verstehe ich auch immer nicht so ganz, was das soll. Aber gut. So, da werde ich direkt angegriffen. Komm, direkt auf mich zugestürmt hier. Gut, wir könnten jetzt, ja, einmal hier in der Mitte durch. Dann hätten wir es nämlich auch mal abgehakt. Ja, und viel mehr gibt es dann ja auch gar nicht, ne? Okay. Mal ranzoomen, damit ich ein bisschen schneller bin. Also ich bin da nicht schneller, aber es leckt halt einfach weniger. Das hilft schon sehr. So. Oh, bitte noch mal ein Herz hier drin, das wäre toll. Schade. Ah, ja, wow. Oh, ich bin full life, schön. Ich finde diese Blutfläschchen immer noch so komisch, ne? Einfach weil... Die bringen mir halt nichts mehr. Die peelen mir vielleicht um 2%. Was soll denn das? Und jeder Angriff macht 10% Damage oder noch mehr. Oh, Entschuldigung. Wollte ich eigentlich nicht. Ist schon lustig, wie die das auch gar nicht interessiert. Die laufen mir einfach auf und ab. Also schon echt eine dumme KI. Aber sie ist besser als in Cyberpunk tatsächlich, die Leute hier. Also die haben einen längeren Tagesablauf als NPCs in Cyberpunk. Wollte ich einfach mal erwähnt haben. So, wo sind wir denn? Genau, dann können wir da oben noch einmal rein. Da links haben wir, glaube ich, auch noch eine Bude gehabt. Da. Ja, okay, oben. Da und da. Und noch einmal ganz oben rechts. Und dann sind wir eigentlich überall gewesen. Okay, da kann ich hier auch durch die Häuser mich durchschlängeln. Ganz einfach. Hier haben wir Traveler's Pub. Ich finde es auch schön, wie es immer die gleichen Symbole, genau die gleichen Logos sind. Nur halt der Schriftzug, also die Schrift an sich ein bisschen anders. Das war's so ungefähr. Ach komm, lass mich mal durch, bitte. Ich muss hier durch, Entschuldigung. Hier ist auch nichts, ne? Da sind Fässer, ja komm. Machen wir mal, dann kann ich hier auch ein bisschen, obwohl die Blut gönnen, bringt ja nichts. Hey, mich angreifen, der Sack. Kann ich auch nur so öffnen. Ist ja auch doof. Okay. Nur die Peitschen. Nur die Peitschen. Peitsche. So, dann ziehen wir aber links rüber. Wobei ich auch erstmal nicht. Ich gehe mal erstmal oben rechts hin. Ist gerade näher, glaube ich. Genau, und das Haus hier noch.
Ist doch auch schön, sich mal hier so richtig wieder vollzuladen mit sämtlichen Items und so. Hat auch was Schönes, finde ich. Wäre aber schön, wenn ich noch Herzen bekommen würde, weil den Scheiß brauche ich nicht. Aber ich kann eigentlich echt mal so ein bisschen auch mit den Ballern, damit ich es auch einfach mal verbrauche. Und nicht immer Mana verbrauche für einen möglichen Scheiß. So. Da gehen wir gleich raus. Aber erstmal noch hier rein, ne? Genau. Grumblers Anvil, oder waren wir da schon drin? Also nee, das Logo hatten wir ja noch nicht, ne? Also das rote Dreieck war noch ausgeleuchtet. Oha. Okay. Hier ist aber einiges. So, greift er mich an. Der Sack! Nö. Aber ich greife ihn an. Alter, das ist wieder Peitschen, ey. Leckt mich am Sack. Okay, das war's. Dann halt so, ne? So, durch mit Willendorf. Raus jetzt, mal gucken. Oder was heißt durch, aber wahrscheinlich ist hier hinten jetzt irgendwie das Schloss oder so und da ist der König. Wir sollen ja irgendwie zum König. Ich weiß halt gar nicht genau, was hier storytechnisch gerade abgeht. Aber was soll's. Sonst waren wir überall, ne? Da waren wir auch drin. Nee, warte mal, da waren wir nicht drin. Wir sind ja da an die Mauer rein. Dann gucke ich da nochmal ganz schnell links. Guck mal, Rose kaufe. Achso, Bordell. Hehe. Ja gut. Nehme ich auch. Irgendwie lustige Bilder. Vielleicht. Achso. Das ist ein Bordell, wa? Ein Bett. War auch so komplett offen. Na gut, war wohl damals so. Damals in einer anderen Welt. So, jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Oder rein hier. Hm. Oh yeah, hier geht's noch weiter. Okay, hier ist definitiv das Schloss. Hilfe! Moment. So. Die mal eben so geplättet. Und da gehe ich gleich aber mit meiner Verkleidung rein, auf jeden Fall. Habe ja jetzt wieder ein bisschen Mana gesammelt, nicht wahr? Sogar sehr viel, muss man sagen. Damit ich nicht eskaliert. So. Hallo miteinander. Ja, dann ist immer die Map offen. Oh, oh. Cutscene. Der Hofkönig Ottmars. Schatten meines früheren Lebens. Stolz und selbstsüchtig, umgeben von herrschaftlicher Pracht. In ihrer Ignoranz sicher. Als ich unter ihnen weilte, musste ich lächeln beim Gedanken an das ihnen von den Legionen der Nemesis bevorstehende Gemetzel. Die Flammen, das unvermeidliche Schänden und Plündern. Aus dem Weg, Bauer! Der Geruch des Feldes liegt wie eine Wolke über dir. Der König empfängt niemanden. Er trauert um die Prinzessin. Bald wird er um sein Königreich trauern. Erst wird er allerdings um dich trauern, wenn du mir nicht aus dem Weg gehst! Und so habe ich mir bei Ottmar Gehör verschafft. Die aus dem Norden einfallenden Armeen kümmerten ihn nicht. Er bewegte nur das Schicksal seiner Tochter. Ein Geburtstagsgeschenk. Anlässlich ihres Geburtstags rief ich einen Wettbewerb aus. Derjenige, der die schönste Puppe des ganzen Reiches schuf, sollte von mir einen Gefallen erbitten können. Hunderte von Puppen wurden gebracht, aber der Gewinner war leicht zu bestimmen. Elsevier, der Puppenmacher. Er schuf eine Puppe von außergewöhnlicher Schönheit. Das Einzige, was er dafür verlangte, war eine Locke der Prinzessin. Kurze Zeit später vollzog sich mit ihr eine seltsame Wandlung. Sie wurde zu einer leblosen Puppe. Wer der Prinzessin ihr altes Ich zurückgeben kann, soll mit meinem Königreich belohnt werden. Und so machte ich mich auf die Suche nach dem Puppenmacher. Okay.
Okay, stimmt, das war ja so hier mit diesen, Meine Tochter, ich werde nie wieder ihr glockenhelles Lachen hören. Ja, genau, stimmt. Es kommen ja irgendwie Feinde aus dem Norden oder so. Sowas passiert hier. Ottmar saß gebeugt auf seinem Thron wie eine Marionette, sein Bart von Tränen des Selbstmitleids getränkt. An meinem Hof wäre er schon längst von einem mächtigeren Herrscher gestürzt worden. In Willendorf jedoch verehrte das Volk ihn sogar in seiner Schwäche. Ich frage mich, was Willendorf täte, würde Ottmar endlich sterben. Okay, wir können es ja testen. Nee. Ich denke mal, wenn ich jetzt hier rausgehe und links, hier ging es irgendwie, ging es nicht rein. Das sah nur so aus. Uff. Okay, ich weiß jetzt natürlich nicht so genau, wo ich lang muss. Sollte man an dieser Stelle vielleicht erwähnen. Warte mal, das ist noch gar nicht der Raum, ne? Noch einmal hier lang. Richtig. Am Hofe ging das Gerücht, die Armee der letzten Hoffnung, Willendorfs stolzes Militär, sei für einen Kampf gegen die einfallenden Legionen der Nemesis nicht bereit. Sie waren damit beschäftigt, den Norden des Landes auf der Suche nach dem Puppenmacher und Ottmars Tochter zu durchkämmen. Außerdem erfuhr ich von einem Tunnel, der mich schnell von Willendorf in das fragliche Gebiet führen würde. Naja, das wird der hier sein. Richtig, aber mit Speierpunkt oder so. Sag ich, lass mich hier kaputt machen, oder? Also ich hier nicht, das ist ein Speierpunkt tatsächlich. Hallo! Aber erstmal alles mitnehmen. Einfach hier im Schloss so ein Speierpunkt. Boah, die Musik ist so laut, ne? ja, speichern. Wir haben jetzt da 12 Minuten auf der Uhr. Wir können ein bisschen weiter gucken. Vielleicht finden wir noch was Schönes, aber. Eigentlich, ja. Ja, will ich nach der Folge auf jeden Fall aufhören. Nämlich schon 16.15 Uhr. 16.15 Uhr schon. Nachher streame ich um 19 Uhr. Halalala, lalala, nämlich Metal Gear Solid 3. So, wo sind wir denn hier? Raus! Wobei, ganz raus sind wir wahrscheinlich noch nicht. Aha. Hauptsache. Ich weiß gar nicht, ob ich den Zauber jetzt überhaupt noch brauche, weil ich habe ja mit dem König gesprochen. Wir haben ja quasi einen Deal, kann man sagen. Keine Ahnung. Ich gehe einfach, würde ich sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt hier noch Leute sind. Er sieht ein bisschen dead inside aus. Vielleicht sind es doch einfach nur irgendwelche Statuen, diesmal wirklich. Ach, fuck, fuck, fick. Okay. Kann ich hier rum? Einfach? Ja. Das war dumm. Ich fahre aber nur schnell durch hier. Oh, Truhe. Versteckte Truhe, wohlgemerkt. Hier ist auch irgendwie was. Ich glaube, es ist einfach nur ein Hitbox-Fehler. Na gut. Das nehme ich auch sehr gerne, Mana-Auffüllung. Das brauche ich ja auch häufiger mal. Aua. Was auch immer da gerade passiert, ich pack mal meinen Zauber auch gerade weg. Brauche ich nun auch keiner mehr. Was passiert hier? Okay, einmal kurz Schmerzen, alles gut. Knöpfchen gedrückt mit lustiger Rune drauf. Was passiert hier? Warum macht ihr ständig Wulp? Ah. Was habe ich gerade getroffen? Oh, scheiße. Ah, das tat weh. Ach komm, Leute. Jetzt explodiert ihr doch nicht alle in meinem Gesicht hier. In meine Gesichter. Oh Gott, Bildfehler des Todes. Was war das denn? Okay. Das wollte ich nicht. Okay. Ja, das. So richtig wollte ich das eigentlich auch nicht, aber egal.
Da geht's weiter. Da sind Knöpkes. Drücken ist besser als nicht drücken. Außer sich vor Arbeit drücken, das ist nicht so gut. Ah, das habe ich glaube ich gerade geöffnet, oder? Wo zur Hölle bin ich? Ach du Scheiße. Warte, ich will nochmal kurz. Ich will nochmal kurz rein und da links gucken. Ah, okay. Hätte ich ja drauf kommen können. Ja, ich habe ein bisschen Damage genommen, aber komm, ist egal. Passt. Passt schon. Immer noch die Hälfte. Plus halt einige Herzen auch noch rumfliegen. Gut, dass ich noch weitergespielt habe, auf jeden Fall. Ja, immer noch eigentlich Zeit. Ja, egal. Gucken wir noch mal ein bisschen weiter. Wo auch immer wir jetzt hier sind. Wir können ja gleich mal auf der World Map eigentlich gucken. Vielleicht erfahren wir es dann. Lange haben wir der Musik gelauscht. Oh. Ach komm, ich öffne jetzt nicht die World Map, ey, gar keinen Bock drauf. Es muss wieder 20 Ladescreens sein. Okay, da müssen wir wahrscheinlich vorne durch irgendwie. Oh. Das ist nicht gut. Feinde, viele. Aber was heißt viele? Brutale in erster Hinsicht. Könnte ich meinen Soul Reaver gleich wieder auspacken? Sollte ich vielleicht auch tun? Okay. Jetzt wird Soul Reavert. Seelenräuber. Ja, ja, ist okay. Jetzt kriege ich, glaube ich, einmal nochmal richtig hart Schmerzen ab. Nicht nur einmal, leider. Okay, das ist... Warum genau kann ich dich jetzt wieder nicht töten? Ey, das ist so dumm manchmal, ne? Ja, egal, wird gleich neu geladen. Sowieso. Gucken jetzt, glaube ich, eh nur noch mal hier so ein bisschen um die Ecke. Und hoffen, dass wir den richtigen Weg finden. Wo ich jetzt lang muss. Oder was ich jetzt tun muss, damit ich beim nächsten Mal schon mal Bescheid weiß. Ich komme ja einfach nur rum, ne? Das ist das Geheimnis. Aber ne, irgendwie... Da ist ja gleich wieder dieses tödliche... Gras. Ja, Alter, was ist denn los mit denen? The Heart of Darkness. Ja, hier ist vielleicht, Schutz plus Soul Reaver die richtige Lösung. Ach du Kacke. Ja, hier ist Ende, ne? Ich krieg die nicht tot. Ich weiß nicht, was das soll, aber die sterben einfach nicht. The Heart of Darkness. Achso, ich habe keinen Mana mehr, das ist das Problem. Glaube ich. Okay, wird's auf jeden Fall richtig übel. So viel habe ich schon mal verstanden. Aber gut, wir haben dafür trainiert. Aber wie komme ich denn in diesen Laden hier rein? Oder überhaupt irgendwo hin? Ist eh noch ein bisschen komisch gerade. Ach, guck mal da. Nee, aber das bringt ja auch nichts. Ja, ich muss... Das Brummgeräusch ändert sich, je nachdem, wo ich bin. Ja, ich muss wahrscheinlich in der Mitte durch, da durch, dann komme ich da raus und dann kann ich da hin, aber... Wie öffne ich das Ding in der Mitte? Hier ist ja nichts. Komisch. Den könnt ihr vielleicht kontrollieren. Okay, dann weiß ich schon mal Bescheid. Oh, Leben in der Ecke. Toll. Aber was ich mal mache, wie gesagt, ich, nein, das war der falsche Button, den ich gedrückt habe. Ah.
Beim nächsten Mal machen wir das nochmal und dann gehen wir auf jeden Fall vorsichtiger bei den Typen vor. Irgendwie, hoffentlich. White Map, ich will mal gucken, wo wir jetzt genau sind. Keine Ahnung. Da. Willendorf City. Da waren wir, ja. Jetzt sind wir da. Irgendwo ganz weit außen. Ach, guck mal hier. Azebir the Dollmaker. Okay, da wissen wir schon mal, wo der ist. Land of the Nemesis. Ja, das ist ja dann auch der Auftrag. Also, allgemein fehlt nicht mehr viel, sag ich mal, ne? Von der Map. Vom Map her. Oh Gott, dass ich das gesagt habe. Egal, Leute. Ich sag danke fürs Zusehen. Ich hab's gefallen. Nächstes Mal laden wir neu. Und dann wird hoffentlich das hier ein bisschen einfacher. Da finden wir schon irgendwie den Weg hier raus. Also, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.